Ja, wie gesagt, wir haben hier Veranstaltungen hier rot. Wie wenn ich das, was da ist, dass wir nicht über 6000 freiwillige Helfer hätten, die uns an diesem wunderbaren Tag unterstützen und wenn wir nicht viele, viele treue Sponsoren hätten, die uns seit Jahren treu halten und dafür sorgen, dass die Veranstaltung so professionell wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim 15. Challenge hier in Roth, dem größten Langdistanzrennen, das die Triathlon-Welt kennt und das sich heute auch wirklich Großes vorgenommen hat. Natürlich sind es wie immer fast 6000 Helfer dabei, es sind 3400 Starter dabei und leider ganz besonders. Und wir versuchen Sie, die nächsten 10 Stunden nicht nur einzustimmen, sondern auch zu begleiten und Ihnen alles das darzulegen, was hier in Roth los ist heute. Und wir freuen uns schon riesig drauf auf diese Aufgabe. Und man muss sehen, dass es unglaublich laut wird. Ich weiß nicht, ob Sie das hören. Ich verstehe mein eigenes Wort kaum. Aber genau darum geht es ja, um diese Atmosphäre hier in Roth. Und die hoffen wir dann auch wirklich richtig einzufangen. Wir, das sind Bernd-Uwe Gutknecht, Ihr Reporter heute. Ich bin für Bahn 3 hier und für den Livestream des Bayerischen Rundfunks. Till Schenk, ich werde mehr im Außendienst unterwegs sein, später den englischen Stream übernehmen. Genau. Und Thomas Klinger, ich bin derjenige, der am meisten sabbeln wird, wie das so schön heißt. Und zwar an diesem Platz werde ich als Erstes sein und werde dann... Alles steht heute im Zeichen. Übergabe, mein Mikro wechseln und werde hier stehen. Und das Wichtigste erstmal für mich für die nächste Zeit ist, ich habe hier eine Liste und da steht drauf, wie die Farbe der Badekappen ist. Weil wenn die Ladies und Gentlemen, die Damen und Herren nachher im Wasser sind und den großen Kampf abliefern, dann sieht man erstmal gar nichts. Wenn man nicht weiß, dass die besonderen Athleten, diese ganz besonderen Athleten, wenn die wirklich ein richtig zu erkennen sind, nämlich mit den Badekappen. Aber genug geredet jetzt erstmal. Ich würde an Bernd Uwe übergeben, weil der versucht mal ganz nah dran zu sein, denn da, genau das wollen wir die nächsten Stunden, ganz nah dran sein. Nah dran, das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein in den Bereich, wo sich die Schwimmer vorbereiten. Man könnte sagen, das ist ein bisschen der Vorhof zur Hölle. Also hier sieht man die Blicke der Athleten. Das ist so eine Mischung aus riesiger Vorfreude, hier eine Age-Grouperin, riesige Vorfreude, dann aber auch natürlich Sorgen, klappt das heute? Was passiert im Wasser? Kommt man gut raus? Man weiß, man hat den längsten Tag des Jahres für sich. Und hier ganz vorne die bunten Badekappen, das sind eben die angesprochenen Profis. Jeder hat eine andere Farbe, damit sie von uns und natürlich vor allem von den Zuschauern hier an der Hilpoltsteiner Lände gut zu erkennen sind. Die Damen und Herren mit den grünen Badekappen, das sind die superschnellen Age-Grouper, die besten Frauen, die besten Männer der Amateure und die ältesten Herren, die dürfen hier auch mit rein, um möglichst viel Platz im Wasser zu haben. Also das hier ist ja, der Raum, wo dann die letzten Minuten, Sekunden Vorbereitung ablaufen. Und jetzt werden die einzelnen Stars vorgestellt. Jan Frodeno gerade, der hier natürlich heute den Weltrekord knacken will. Er hat es angekündigt. Daniela Rief ist da, also beide Weltmeister aus Hawaii. Das einzige Rennen außerhalb von Hawaii mit den beiden amtierenden Weltmeistern. Die beiden müssten normalerweise auch das Schwimmen untereinander ausmachen. Also Jan Frodeno bei den Herren, Daniela Rief bei den Frauen. Und dahinter sind viele, viele starke Profis. Anja Beranek, die Lokalmatadorin aus Erlangen, wurde gerade hier vorgestellt. Bei den Männern Nils Fraunhold ist da, der Titelverteidiger. Carrie Lester bei den Frauen, die zweite aus dem vergangenen Jahr. Yvonne van Vlerken, die fliegende Holländerin, die hier schon dreimal gewonnen hat. Also ein illustres Starterfeld. Jetzt gerade der große Applaus für Daniela Rief, die Weltmeisterin aus der Schweiz. Das sind mal Eindrücke von hier und Till, ich würde sagen, du holst dir mal ein paar Impressionen von einem, der das Rennen hier auch ganz gut kennt, der hier schon mal gewonnen hat, nämlich Dirk Bockel, der Sieger von 2013. Ja, hier vorne haben wir ihn. Dirk Bockel ist mit dabei. Dirk, wunderschönen guten Morgen.
Wie fühlt es sich an, so neben dem Katar jetzt dabei zu sein und nicht mittendrin? Ja, es ist ein ganz interessanter Mix von Gefühlen. Also normalerweise würde ich jetzt hier vorne stehen, total nervös, würde mich auf den Schwimmstart vorbereiten. Heute stehe ich da mit einem operierten Fuß. Das war letztes Jahr schon das Problem, was sich angedeutet hat. Leider jetzt mit Operation. Es ist ein Trauerspiel, aber ich lasse mich nicht nehmen, dabei zu sein. Ich werde das Ganze mal schön kommentieren. Da hier dabei zu sein, ist immer noch das Größte. Muss nicht immer nur an der Startlinie sein. Heute mal beim Mikrofon ist auch fein, aber mein Herz würde lieber jetzt hier mit den Profis vorne am Schwimmstart stehen und würde gerne meine Show mitmachen. Das verstehe ich natürlich für dich nicht so schön, auf der Bockel nicht so schön. Für mich ein riesengroßer Vorteil, dass der Fuß nicht so gut funktioniert. Dadurch habe ich ihn heute den ganzen Tag an mir. Und Dirk, ganz kurz, deine Einschätzung zum Rennen. Wir kämpfen hier um zum einen den Weltrekord, der ist angekündigt worden, aber natürlich der Jäger ist auch unterwegs. Nils Frommholt hat sich hier selber in die Rolle des Jägers begeben. Wie wird das Rennen in deinen Augen hier losgehen nach dem Schwimmen, wenn es auf dem Rad richtig zur Sache geht? Ja gut, es gibt zwei fantastische Rennen. Also es gibt die Frodeno-Show und es gibt die Daniela Ries-Show. Also wir haben nicht nur jetzt bei den Männern oder bei den Frauen, sondern wir haben auf beiden Seiten haben wir eine enorme Tiefe von Top-Athleten mit zwei Superstars dabei. Und ich denke mal, dass wir da eine Show von vorne wechseln. Frodo wird von vorne das Rennen gestalten. Daniela wird im Schwimmen schon mit dabei sein bei dem Feld, gehe ich mal davon aus, und wird dann auf dem Rad, also unglaublich attackieren. Sie können ja Rad fahren, das ist ja unmenschlich. Und ich denke, wir haben eine Show von den zwei Leuten. Und wir sehen jetzt schon, wie die Profis ins Wasser gehen. Es geht nicht nur um diese zwei Top-Leute, sondern das Feld ist tief. Und ich gehe mal davon aus, dass sie alle auch mit dabei sind. Wir dürfen nicht vergessen, Nils Frommholt immer noch mit der Startnummer 1. Der wird nicht nur der Gejagte sein, sondern wird mit dabei sein, wird es von vorne mitgestalten. Und ich denke auch, während dem Radfahren wird sich noch einiges bei den Herren tun. Aber wie gesagt, bei den Herren schauen wir mal von vorne weg vom Start. Es gibt drei Leute, die ganz vorne schwimmen können. Werden wir auch gleich eine kleine Gruppe aus dem Wasser kommen sehen und von Rennen wird offensiv gestaltet. Dann gehen wir mal runter ins Wasser und schauen uns die Bilder einfach da direkt live vor Ort an. Wir können sehen, wie sie sich hier vorne einschwimmen. Und dann schauen wir doch mal, wie weit wir hier runterkommen. Ja, da vorne. Da geht's gleich los. Wir schauen auf die Uhr. Noch knappe 7 Minuten, wenn mich das Ganze hier nicht täuscht, wenn meine Uhr mich nicht anlügt. Und dann geht's richtig zur Sache. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich muss sagen, ist wirklich überschaubar. Wir sehen die verschiedenen Farben hier von den Kappen schon. Ich kann schon einige Athleten erkennen. Das Feld ist relativ überschaubar noch, aber wir haben noch die Hälfte ist noch gar nicht im Wasser. Also wir können uns auf die typische Waschmaschine freuen. In wenigen Minuten geht's los. Und wir sehen Jan Frodeno schon ganz hinten, ganz alleine, schwimmt sich schon richtig ordentlich ein. Also der lässt sich das nicht nehmen. Der will keine Sekunde hier verplempern. Es geht um eine ganz tolle Zeit. Und ich kann kaum erwarten, bis die Show losgeht hier. Ja, wir freuen uns drauf. Die Athleten sind noch im von Bernd-Uwe Gutknecht angesprochenen Vorhof zur Hölle und bereiten sich auf das Rennen vor. Und wir genießen einen kleinen Moment die Bilder und werden dann sicherlich auch unterwegs wieder mit Dirk dabei sein. Dirk, vielen, vielen Dank und wir freuen uns auf den Start in 6 Minuten. Damit können Sie keine Millionen gewinnen, aber das sind die Zahlen der weltbesten Zeit bisher. Andreas Rehlert hat das 2011 hier in Rot aufgestellt. Er war nämlich 7 Stunden 41 Minuten und 33 Sekunden unterwegs für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Und Jan Frodeno hat angekündigt, dass er genau diese Zahl attackieren will und wird. Wenn wir uns gerade jetzt im Moment so ein bisschen umschauen, dann sehen wir, dass etwas Untypisches für Rot im Moment ist. Die Sonne ist nämlich nicht draußen. Sehr oft haben wir diesen Start hier genießen können bei aufgehender Sonne. Das hat noch ein bisschen Magie, ist da in der Luft. Allerdings ist die trotzdem hier, denn die ganz große Energie, die merkt man von den Zuschauern, von den Teilnehmern, von allen Leuten, die hier
sich so früh aufgemacht haben, um an die Lände zu kommen. Und Jan von Eno will, wie gesagt, diese Zeit attackieren. Mal sehen, ob das klappt. Und zurückzukommen zum Wetter nochmal. Das Wetter ist eigentlich dafür richtig gut. Denn wenn es extrem wird, das heißt zu kalt oder zu warm, dann ist das nicht wirklich angenehm für die Athleten. Aber wenn es so ist wie im Moment, so in der Mitte, dann ist das für die Athleten wunderbar, weil dann können sie wirklich über die 8 Stunden oder knapp drunter ihren Körper wirklich optimal ausbelasten. Und genau darum geht es im Moment. Deswegen schauen die Top-Athleten sicherlich ein bisschen mit Freude zum Himmel und hoffen eigentlich nur, dass es nicht regnet. Das ist das Wichtige daran, weil Radfahren und Regen, das ist nicht wirklich schön. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und wir haben jetzt noch knapp 4 Minuten bis zum Start. Und ich übergebe nochmal an Bernd Uwe. Und wir haben es gerade nochmal mit den Profis hier, mit Dirk Bockel, mit Belinda Granger besprochen. Auch die sagen, es ist jedes Jahr wieder einfach nur unglaublich, welche wahnsinnige Atmosphäre hier ist. Ich meine, es ist ein Sonntagmorgen um 6:30, da könnte man meinen, dass die Menschen der Region eigentlich Besseres zu tun haben, als früh aufzustehen und hier an die Hildensteiner Lände zu kommen. Aber es sind wieder Tausende von Menschen hier am Kanal, hängen über den Brücken und feuern die Athleten an. Also das ist wirklich ein Wahnsinn in diesem Landkreis, was hier abgeht. Menschen natürlich nicht nur aus dem Landkreis hier, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, Starter aus 72 Nationen. Alle haben sie ja, ihre Freunde, Familienangehörigen, ihre Trainer, Kinder dabei. Also es ist wirklich eine Weltmeisterschaft der Fans, kann man auch sagen. Und die Spannung steigt. Es sind noch 2 Minuten. Oh mein Gott. Und Tobi hier, der Moderator, macht nochmal extra Stimmung. Es ist unglaublich. Also man kriegt auch, wenn man nicht im Feld ist, einfach nur Gänsehaut. Ich habe das Ding selber schon 2-mal gemacht. Ich kann mich auch ein bisschen reinversetzen in die Athleten. Gerade die Age Grouper, die jetzt wissen, ein Jahr Vorbereitung ist vorbei. Jetzt geht's los. Jetzt geht's 226 Kilometer. Und hier mit der goldenen Kappe ganz vorne, da sieht man Jan Frodeno. Und und direkt neben ihm Nils Frommholt. Also die beiden, die 1 und 2 sind, das sind die beiden, die man hier sieht und die direkt nebeneinander sind. Also mehr Duell geht nicht. Und wir haben jetzt noch mal eine Athletin, die den Roter Triathlon kennt wie kaum eine zweite. Belinda. Well, we see the pictures here of the swim start this morning. We got 2 minutes to go. How does it feel being out here? I feel just as nervous as if I was actually racing myself. It's crazy. I'm nervous for every single person in the water right now, but it's a very, very happy nervous. Of course, we want to see the pictures of the swim start, so we're going to swing around just quickly. And just very quickly, who's going to win this men's race? I think, you know, I'm not a betting woman, but you'd be hard pressed going against Jan Frodeno. He's in terrific form, he's happy, you can see he's excited to be here. And I think he just wants to get out on the course and see what he can actually do. So Jan Frodeno for sure. Also eine Minute noch bis zum Start. Belinda Granger, die über 10-mal hier am Start war, ist selber sehr, sehr aufgeregt, freut sich natürlich auch auf den Weltrekordversuch von Jan Frodeno, aber auch auf all die anderen Athleten. Und sie ist unfassbar nervös. Und damit mit 45 Sekunden zum Start gehen wir zurück zum Schwimmstart und wünschen ganz, ganz viel Spaß.
So, jetzt sind sie gestartet, jetzt sind sie auf dem Weg zu ihrem langen Triathlon-Tag. Die Bilder an sich sind nicht ganz so spektakulär, wie sie schon mal waren. Und das liegt einfach daran, je spektakulärer, desto mehr Menschen sich da gleichzeitig ins Wasser stürzen. Und die Challenge hier in Rot hat sich überlegt, dass man mehr Startgruppen macht und dafür, dass die Startgruppen, die dann ins Wasser gehen, nicht so viel Wuhling-Kampf haben. Das heißt, im Moment sind wirklich nur die Top-Athleten an den Start gegangen, zusammen mit den Age-Groupern, den Besonderen, das heißt denen, die recht alt sind. Und es gibt sogar drei, und das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die jeden Langtriathlon, den es in Rot jemals gab, mitgemacht haben. Zwei aus Deutschland und einen aus Irland. Jedes Jahr. Das ist eine unglaubliche Leistung, denn Bernd Uwe hat es vorhin mal angesprochen. Das ist ein Jahr Vorbereitung, um dann wirklich hier dabei zu sein. Und das jedes Jahr auf den Punkt hinzubekommen, ist unglaublich. Im Vordergrund sieht man jetzt schon die zweite Gruppe, die kommt. Das sind auch sehr, sehr gute Athleten, die allerdings nicht ganz mit den Profisportlern vorne mittun können. Und deswegen geht es jetzt für die erste Startgruppe im Hintergrund circa 1,7 Kilometer den Kanal hinauf bis zur Wendemarke, dann zurück und dann wird wieder hier auch gewendet und dann ist der Ausstieg. Das alles ist in ungefähr 45 Minuten zu erwarten für die besten Männer. Und die besten Frauen sind da nicht weit zurück. Das ist vorhin schon mal angesprochen worden. Daniela Rief ist dabei und die hat am Donnerstag bei ihrer Pressekonferenz noch gesagt, mal sehen, ob sie nicht zu sehr verprügelt wird am Anfang von den Männern, weil die ist das gar nicht so richtig gewohnt, auch gleichzeitig mit den Männern an den Start zu gehen. Aber sie hat es jetzt gemacht und bis jetzt sehe ich zumindest, dass alles wunderbar und gut vonstatten gegangen ist. Und ich übergebe nochmal an Bernd Uwe. Thomas, was vielleicht auch ganz interessant ist, die Startgruppeneinteilung wurde dieses Jahr verändert, entzerrt, in dem Sinn, dass hinter dem Profifeld mit mehr Pause geschwommen wird. Der Grund ist, dass natürlich die Profis diesen Kanal richtig aufwühlen und da in diesen Wellengang reinzuschwimmen ist für die Age-Grupper ziemlich beschwerlich. Deswegen hat man gesagt, lässt man da ein bisschen mehr Pause als sonst, dann haben die Age-Grupper dahinter ein bisschen ruhigeres Wasser. Ein anderer Grund ist sicherlich auch, dass man den älteren Herren, die ja auch ganz vorne dabei sind, und den Top-Frauen, die auch vorne mit dabei waren, den Age-Groupern also da ein bisschen mehr Zeit gibt, um sich zurechtzufinden im Wasser. Also jetzt gehen erst die Zweiten ins Wasser, das heißt, die Profis sind jetzt seit 5 Minuten im Wasser, sind schon ein paar hundert Meter weg. Jan Frodeno können wir ja sehen vorne beim Paddler, der hat sich jetzt schon einen kleinen Vorsprung rausgeschwommen, also der meint es wirklich ernst. Dirk Bockel hat auch gerade gemeint, allein wie sich der Frodo eingeschwommen hat vorhin, der ist nochmal Delfin geschwommen, der ist nochmal richtig losgesprintet, der ist nicht nur so ein bisschen rumgepaddelt, wie das die meisten anderen machen, sondern der hat sich richtig, richtig heiß gemacht und man sieht, der hat was vor. Er ist ganz vorne mit Nils Frommholt zusammen, der natürlich versucht, an den Füßen von Frodo dran zu bleiben. Mal schauen, wie lange ihm das gelingt. Dazu muss man sagen, dass Nils Frommholt das richtig gut kann. Das hat er nämlich letztes Jahr bewiesen, sich an die Fersen heften. Das kann er richtig gut. Das war gerade der Startschuss zur zweiten Startgruppe. Jetzt sind endgültig alle wach. Das geht jetzt im 5-Minuten-Takt so weiter. Also zurück zu Nils Frommholt. Der kann das richtig gut, sich an jemanden dranhängen und dann das Beste draus machen. Und deswegen wird das sehr, sehr spannend sein für uns zu beobachten, denn wenn einer mindestens siebeneinhalb Stunden macht und schon ab dem ersten Meter volle Kanne prügelt, dann lässt das einiges erwarten heute. Dass der Schwimmschatten eine ganz wichtige Rolle spielt, also wenn der Nils Frommholt sich da hinten reinhängt, an die Füße von Frodo ranklebt quasi,
Das ist ein bisschen wie beim Radfahren. Also wo es den Windschatten gibt, so gibt es beim Schwimmen den Wasserschatten. Und da haben die Experten ausgerechnet, das kann bis zu 50% Kraftersparnis sein. Das würde bedeuten, wenn Frodo immer vorne schwimmt und Frommhold immer in seinem Wasserschatten schwimmt, dann kommt er ja, mit halb so vielen Körnern quasi aus dem Wasser. Das könnte sich irgendwann mal auszahlen hinten raus. Allerdings muss er dann wirklich im Schatten schwimmen können. Und sobald er nämlich dann 2 Meter weiter hinten dran ist, ist nämlich das Problem, dass er dann nämlich genau in der rauen See wieder schwimmt und dann kostet es wieder mehr Kraft. Ich habe mich gerade eben mit Dirk Bockel unterhalten, der kennt die Jungs noch aus den vergangenen Jahren und er sagt, Nils Frommhold war mal ein unfassbar starker Schwimmer und sagt, das Potenzial hat er. Das heißt, wenn er hier jetzt gesagt hat, ich trainiere da drauf, am Jan im Wasser dranbleiben zu wollen, hat er durchaus das Potenzial. Und es wird vor allem ganz spannend sein, Dirk Bockel, den wir gerade im Hintergrund am Live-Mikrofon hören können, 2013 der Gewinner hier, sagt, der Niklas Kastelein, mit dem der Jan Frodeno ganz viel trainiert hat, der sollte möglicherweise das Potenzial haben, erstmal vorne die Arbeit zu machen im Wasser und die Jungs, also im Jan selber wieder, ein bisschen Kraftersparnis da draußen zu bescheren. Also es wird eine ganz, ganz spannende Geschichte beim Schwimmen. Den könnte so ein bisschen den Druck beim Schwimmen erhöhen und dann eventuell, das ist ja auch eine Idee, Tyler Butterfield, den stärksten Radler vermutlich im Feld, den auf dem Rad ein bisschen dem Jan hinterher oder voraus zu jagen. Das heißt, es ist schon so ein bisschen auch vom Starterfeld so zusammengestellt worden, dass der Jan nicht da alleine vorne wegmarschieren muss. Was ganz interessant ist, wenn man sich das anschaut, die Bestzeit des Schwimmens, bei dem Triathlon wird natürlich alles vermessen, ermessen und aufgeschrieben. Also die besten Schwimmzeiten, es ist von 1997, 43 Minuten 35 Sekunden, 98, Wolfgang Dittrich damals, Andreas Niedrich, 44 Minuten 44,5. Warum eigentlich ist das so, dass in den letzten Jahren keiner mehr an diese super, super Schwimmzeiten rangekommen ist? Das ist die große Frage, die wir uns in den letzten Jahren immer wieder gestellt haben. Jedes Mal sind wir wieder hier vorne und sagen, dieses Jahr fällt eine neue. Relat im Wasser, der macht das. Ja, jetzt haben wir Jan Frodeno, jetzt erwarten wir das von ihm. Interessanterweise haben wir Top-Schwimmer wie Jan Wolfgarten in den Staffeln teilweise draußen gehabt oder als Einzelstarter, wo wir gesagt haben, alles klar, jetzt haben wir ehemalige Schwimmer, der macht das Ding, auch die haben es nicht geschafft. Wir wissen selber nicht so genau, woran es eigentlich liegt. Vielleicht sind die Neoprenanzüge schlechter geworden, was ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann. Da wird so viel getüftelt und gebastelt und Geld und Energie reingesteckt. Was kostet so ein Neoprenanzug von den Topstars? 800.000 Euro. Also daran kann es nicht liegen, an der Wasserqualität kann es auch nicht liegen. Die ist ja auch eigentlich immer gleich. Die Technik der Schwimmer muss sich eigentlich auch verbessern eher als verschlechtern. Vielleicht hatten die gutes Mineralwasser zu trinken. Das Schöne ist allerdings, das Rennen wird sich nicht beim Schwimmen entscheiden, weil wenn wir auf der Liste weiter runterschauen in Richtung Radfahren, da sind doch mehr Rekorde gefallen in den näheren Jahren 2010, 2011 und vor allem letztes Jahr war unglaublich schnell. Und du sagtest vorhin, Tyler Butterfield möglicherweise der schnellste Radfahrer im Feld, allerdings Jan Frodeno, wenn wir uns mal anschauen, was der letztes Jahr in Frankfurt abgeliefert hat. Und dann Nils Frommhold, zweitschnellste Zeit hier letztes Jahr gefahren, direkt hinter Starkey, dem extrem starken Radfahrer, der auch den Rekord hält. Also da wird es richtig spannend, auf dem Rad nachher zu sehen, ob Jan Frodeno überhaupt wegfahren kann von Nils Frommhold. Weil wir gerade so ein bisschen gerätselt haben, warum sind die Schwimmzeiten schlechter als früher? Wir haben gerade festgestellt, die besten Schwimmzeiten wurden vor 15, 20 Jahren geschwommen. Fangen wir doch mal den Profi, Dirk Bockel. Kannst du uns das erklären? Die besten Schwimmzeiten stammen eben aus der weiten Vergangenheit von Wolfgang Dittrich und Co. Warum schwimmen selbst die Top-Leute wie Jan Frodeno nicht mehr so tolle Zeiten wie früher? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, ich wollte gerade sagen, Wolfgang Dittrich ist natürlich ein absoluter Schwimmspezialist gewesen. Es war so ein Weltklasse-Schwimmer. Frodo ist mittlerweile auch mit seinen Zeiten. Man kann ihn als Weltklasse-Schwimmer bezeichnen, aber Wolfgang Dittrich kam vom Schwimmen. Jan Frodeno kommt jetzt nicht vom Schwimmen. Ich meine, es ist schwer, das zu vergleichen. Es sind andere Zeiten. Ich denke, vielleicht war auch mit Neopren vielleicht früher was anderes erlaubt wie heutzutage, das wissen wir gar nicht. Wir müssen uns einfach an die Regeln halten, so wie das heute ist. Und ich denke, wir sind ja nicht allzu weit entfernt. Es geht um die Gesamtzeiten und die Gesamtzeiten, die sind ähnlich oder deutlich schneller heute. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Jan Frodeno erzählt und so ein Livestream. Das Schöne daran ist ja, dass man richtig viel sehen kann. Also hier nochmal die Zeitlupe vom Start von
dem goldbekappten Jan Frodeno und rechts neben ihm mit der hellblauen Kappe, das ist Nils Frommholt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, mehr Duell geht nicht. Und was ganz schön war, so ungefähr eine Minute vor dem Start konnte man die zwei sehen und da haben sie sich noch einmal angelächelt. Das heißt, es ist nicht nur Kampf gegeneinander, sondern es ist auch ein bisschen Kampf miteinander, weil man auch ganz ehrlich sagen muss, der größte Kampf findet in diesen nächsten Stunden gegen und mit dem eigenen Körper statt und dann erstmal mit dem des Gegners oder dem des Konkurrenten. Und ich glaube, das ist so eine ganz interessante Wechselbeziehung, die die Athleten so haben zwischen dem Konkurrenten, dem manchmal auch Motivator, weil der ganz vorne weg ist, weil der ein bisschen schneller ist, weil da will ich unbedingt auch noch mal hin und das machen und schaffen. Und dann doch im Endeffekt demjenigen, der mir den Sieg wegstreitig machen will. Und diese Gemengelage ist wirklich schön. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass das bei den Age-Groupern, die wir jetzt sehen, genauso ist. So, gerade habe ich von diesem Lächeln geredet. Das ist die. Das war Jan Raphael, der gerade mit Jan Frodeno abgeklatscht hat. Auch einer der Leute, die hier im Vorderfeld schön was reißen können. So ein bisschen, wie sagt der Engländer so schön, Dark Horse. Einer, der man nicht genauso richtig weiß, was er hier leisten kann und leisten wird. Der aber trotzdem so im Hintergrund aus dem Schatten der anderen vielleicht herauskommen wird. Ganz schön kann man jetzt gerade hier diese Wellen sehen, die vorhin schon angesprochen worden sind. Und auch das ruhige Wasser dazwischen. Also einmal aufgewühlt, dann wieder 100 Meter ruhiges Wasser und dann ist wieder aufgewühlt und dann geht es weiter. Und das ist das auch im 15. Jahr des Challenge, auch im 29. Jahr des der Langdistanz hier in Rot haben die Veranstalter nicht aufgehört zu versuchen, immer wieder etwas besser zu machen. Immer wieder so an kleinen Stellschrauben getüftelt. Und das ist jetzt halt in diesem Jahr, sind das die vermehrten Starts, die dazu führen sollen, dass jeder, der im Wasser ist, ein besseres Gefühl haben kann für die 3,8 Kilometer und natürlich auch schnellere Bedingungen. Und die Bedingungen sind ja eh schon richtig schnell. Na du bitte. So, und wir haben jetzt hohen Besuch hier, den Bundesjustizminister Heiko Maas. Guten Morgen, Herr Minister, schön, dass Sie hier sind. Hallo, guten Morgen. Ja, genauso wie letztes Jahr. Wenn man einmal hier war, dann kommt man gerne wieder. Letztes Jahr waren Sie auch selber aktiv, sind in der Staffel geradelt. Das heißt, Sie haben sich das mal aus der Athletenperspektive angeschaut. Vielleicht können Sie mal schildern, was damals in Ihnen vorging, als Sie hier durch die Hunderttausende von Menschen geradelt sind. Das war erstmal extrem aufregend, als Sportler hier bei der Veranstaltung dem sagenumwobenen Rot selber mitzumachen und hier auch die Radstrecke zu fahren, zu sehen, was in jedem kleinen Dorf da los ist, auf die Beine gestellt wird. Und klar, als Hobbysportler den Solarer Berg hochzufahren, das kriegen sonst, glaube ich, nur Tour de France-Profis. Das war ein echtes Erlebnis und würde ich auch gerne nochmal machen. Ich wollte gerade sagen, wenn man hier mal dabei war, dann lecken ja viele Blut und wollen nicht nur Staffel machen. Ja? Also man könnte ja auch davor ein bisschen schwimmen und danach noch ein bisschen laufen. Ja, das ist ein großer Traum. Dafür muss man sich anständig vorbereiten. Mal gucken. Hat man denn als Minister, man stellt sich das ja so vor, dass sie 24 Stunden am Tag arbeiten, hat man Zeit zu trainieren, zu radeln? Naja, ich will ja keine Olympianormen mehr knacken, aber ich mache ohnehin viel Sport. Ich brauche das auch, um den Kopf freizukriegen, um mich abzureagieren von dem, was man so in der Politik erlebt. Und es ist am Schluss eine Organisationsfrage. So, man kann nicht irgendwie die ganze Woche trainieren, aber Laufen geht eigentlich immer auch zwischendurch. Schwimmzeiten muss man organisieren und am Wochenende halt aufs Rad, auch lange Strecken machen. Bleiben Sie uns heute noch ein bisschen erhalten, schauen Sie sich das ganze Rennen an. Ja, ich bleibe jetzt hier, fahre mal so ein paar Punkte ab und würde gerne auch bis zur Zieleinkunft da bleiben, weil ich kenne Jan Frodeno schon lange. Wir sind sogar im gleichen Verein gestartet und drücke ihm die Daumen, dass er den Weltrekord heute schafft. Wenn Sie ihn so gut kennen, ich habe ihn gerade beobachtet, er ist ja normalerweise ein sehr entspannter, lockerer, cooler Typ. Er hat ein bisschen
angespannt, fokussiert, sehr konzentriert gewirkt. Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Also das sind genau die Dinge, die man an so einem Morgen natürlich nicht braucht. Die Profis und viele Age-Grupper sind schon im Wasser. Jan Frodeno schwimmt wie ein Verrückter vorne weg. Bisher läuft es also nach Plan. Bisher läuft es wunderbar, aber ganz ehrlich gesagt, mir persönlich ist es heute ganz egal, ob es einen Weltrekord gibt oder nicht. Für mich ist es wichtig, dass heute alle Athleten sicher nach Hause kommen, sicher ins Ziel kommen. Das Gleiche gilt für unsere Athleten. Und alles, was dann sportlich passiert, ist eine wunderschöne Dreingabe. Wettervoraussetzungen sind wieder optimal, nicht nur für den Weltrekord, auch für die Hobbyathleten, die am Start sind. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, Wasser, perfekte Temperatur. Wie schafft ihr das immer wieder, den Wettergott zu überzeugen? Ich weiß es nicht, Bernoube, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht das Glück des Tüchtigen, ich hoffe mal. Aber wir haben uns sehr gefreut, als wir die Wettervorhersagen gesehen haben und eben gesehen haben, dass wir perfekte Bedingungen haben. Felix, wir sehen uns öfters noch heute im Verlauf des Renntags. Ich wünsche alles Gute, keine Unfälle. Toi, toi, toi. Ja, man muss sehen, das ist schon ein Wahnsinn, diese Organisation. Und das wird ja auch immer größer. Von Jahr zu Jahr wird es mehr. Irgendwann mal, muss man auch sagen, ist natürlich diese Strecke auch austariert. Das heißt, speziell auf der Radstrecke können nicht mehr Menschen gleichzeitig zugange sein. Und deswegen ist es so, dass das ist. Und hier sehen Sie diese Armada an Fahrrädern. Gestern war Abgabetag, da waren die ganzen Leute hier. Man hat mal so ein bisschen hochgerechnet. Da stehen ungefähr 10 Millionen Mark rum. Und es ist noch nie ein Rad geklaut worden. Das heißt, die Jungs, da sind sie richtig stolz drauf, die Roter. Das wird das die ganze Nacht bewacht. Und dann merkt man so, um 3:30, 4 geht es dann los. Dann kommen die ersten ganz Nervösen, sage ich mal, angetrudelt. Das sind die, die dann gar nicht mehr schlafen können. Begeben sich ans Rad, nesteln noch mal rum, schauen. Und auch so ein paar Minuten, bevor es losgeht, merkt man auch immer wieder die Durchsagen. Hört man dann, dass an irgendeinem Rad ein Platten ist und man versucht, ihn dann noch in letzter Sekunde aufzupumpen. Weil das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Alles läuft gut und man kommt ans Rad und hat einen Platten.
Oh, also das ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es Herzinfarkt gefährdet. Ja, definitiv. Also das ist keine einfache Geschichte. Man lernt dann irgendwann dazu. Viel ist der Nervosität geschuldet. Also viele checken ihr Rad am Nachmittag ein und pumpen die Reifen voll auf. Ordentlich Druck rein, 9 Bar oder sowas. Also mehr, als man eigentlich hier fahren sollte, sogar auf der Strecke. Und wenn es dann noch mal ein bisschen wärmer wird in Richtung späteren Nachmittag, dann kann das natürlich sein, dass die Luft sich ausdehnt. Der Reifen explodiert, man kommt morgens hin und hat einen platten Reifen. Das hilft nicht gerade mit der Nervosität, gehört aber zu dem Sport dazu. Da sollte man sich vorher darauf vorbereiten. Und mit der Erfahrung kommt das natürlich Stück für Stück dazu. So, und weil wir jetzt auch die ganze Zeit von Vorbereitung geredet haben, dann muss man sehen, dass die Vorbereitung natürlich auch immer schön individuell ist. Von den Leuten die Vorbereitung immer sehr angenehm ist. Und wir, glaube ich, haben sogar so ein Bild von Jan Frodeno, wie der sich in den Minuten davor nochmal warm macht. Und das Bild des Tunnels wird ja immer gerne benutzt, wenn man da geht. Und das braucht jeder Athlet, ob Hobbyathlet oder hier Weltklasseathlet besonders, um noch einmal runterzufahren, sich zu konzentrieren und wirklich die ganze Kraft, die man in diesem Jahr angesammelt hat, dann wieder loslassen zu können. Und danach, wenn die Schwimmer rauskommen, dann rennen sie hier entlang, sogar noch schneller als unser Kameramann jetzt, schnappen sich den Beutel und rennen weiter, um dann den Wechsel zum Rad zu vollziehen. Mitunter ist es dann wieder mal so, dass einer sogar hinfällt. Das Wort Übermotivation fiel auch schon mal heute bei uns. Aber es ist halt so, eigentlich irgendwie komisch bei 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden, aber man versucht jede Sekunde, die man hat, irgendwie rauszuholen. Und da kann dann eben auch so ein bisschen was passieren mit nassen Füßen auf dieser Matte. Da kann man dann auch teilweise mal hinfallen. Und jetzt Bernd-Uwe. Wir können jetzt etwas machen, was man normalerweise nicht tut, aber ich darf das nämlich mal in so einen Beutel reingucken. Ich darf das bei der Startnummer 865, weil das ist nämlich meine Freundin, meine Lebensgefährtin, die auch hier am Start ist. Also da können wir mal reinschauen, was da alles drin ist. Handtuch, du hast gerade angesprochen, nasse Füße. Also da muss man sich die Füße abtrocknen. Dann geht es hier rein in die Radsocken, in die Radschuhe, Radtrikot, Radhose. Ein paar Gels hat sie noch drin, ganz wichtig, ja, sich verpflegen. Hier sieht man die Gels in der Plastiktüte, damit sie nicht nass werden. Ja, Helm ist bereits am Rad, Brille auch. Machen wir wieder alles schön zu, damit sie auch alles findet. Also, meine Simone mit der Startnummer 865 ist jetzt im Wasser. Ich hoffe, dass sie gut rauskommt und ein bisschen bumpert mein Herz auch ganz schön mit, Thomas. So, und wir sehen die ersten Schwimmer schon zurückkommen. Und wen sehen wir als erster Schwimmer? Natürlich Jan Frodeno ganz weit vorne. Und Nils Frommold versucht irgendwie dran zu bleiben, ist aber schwer. So, und da sieht man schon, das ist eigentlich untypisch für Roth, wenn man sich das anguckt, wie groß dieser Vorsprung jetzt schon ist. Also, ganz ehrlich, wir haben vorher von Schwimmbestzeiten gesprochen, die fast 20 Jahre zurückliegen. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, in welchen Bereichen sich diese Top-Athleten heute, und da sehen wir schon, heute bewegen und die Helfer haben gute Laune. Auch das ist übrigens... Das ist übrigens ganz, ganz wichtig hier, dass diese Laune der Leute hier gut ist. Auch eines der großen Markenzeichen von Roth. Die Menschen, die hier arbeiten, sich daran beteiligen, die haben Spaß dran. Und dieser Spaß, der multipliziert sich mit allen anderen Menschen auch. Die Damen und Herren in den weißen T-Shirts, die wir gerade davor gesehen haben, sind ganz wichtig, weil die helfen den Schwimmern bei den ersten Metern, um rauszukommen. Und dann wird das noch ein bisschen zackiger und zügiger. Bei den wahren Top-Athleten ist das nicht so das große Problem. Aber etwas später dann, wenn dann wirklich ganz viele gleichzeitig rauskommen, dann versuchen sie, sich diesem
Durcheinander, dass da ist, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und man sieht, kalt kann das Wasser nicht sein, wenn die Jungs und Mädels sich ein bisschen Zeit vertreiben und selbst ins Wasser gehen. Wir haben gerade von den Helfern gesprochen, die da sind. Die Top-Athleten kommen auch immer wieder zurück. Nicht nur ein Dirk Buckel oder eine Belinda Granger. Gerade habe ich im Gewusel einen ehemaligen Hawaii-Sieger gesehen, Fares Al-Sultan, der eigentlich seine aktive Karriere beendet hat letztes Jahr und zurückgetreten ist bei einem ganz kleinen, schluckligen Triathlon im Allgäu. Und der aber es sich nicht nehmen hat lassen, in diesem Jahr nochmal in einer Staffel, ich gehe mal davon aus, mit zu radeln, weil das ist auch seine stärkste Disziplin. Es ist eine ganz besondere, also es ist eigentlich eine Ein-Mann-Staffel, in der der Fares mithilft. Und zwar ist Fares mit einem unserer blinden Athleten unterwegs. Die fahren mit dem Tandem, unsere Startnummer 108, die sind nachher gemeinsam unterwegs und Fares wartet auf ihn. Sein Athlet mit der Startnummer 108 wird circa 2 Stunden schwimmen, schätzt er. Fares hat gerade noch die letzten Vorbereitungen mit ihm getroffen, hat ihm nochmal die Ernährung gereicht und wird sich jetzt selber irgendwo warm halten, damit sie dann gemeinsam auf dem Tandem und Fares quasi als das Auge unseres Athleten draußen gemeinsam unterwegs sind. Starke Geschichte. Und es gibt viele von diesen starken Geschichten jedes Jahr hier beim Triathlon in Rot, bei der Challenge. Kriegen wir manchmal auch gar nicht mit, um ganz ehrlich zu sein. Und man hört sie dann am nächsten Tag und denkt, schade, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es erzählen können oder hätte ich es verbreiten können. Aber das macht auch eben den Charme dieser Riesenveranstaltung aus, dass es nicht nur eine Geschichte ist, sondern eigentlich ist es das Mosaik, das Puzzle von ganz, ganz vielen Geschichten, die dann diese Großveranstaltung ausmachen und die das Besondere an dieser Veranstaltung ausmachen. Bernd, Uwe, bitte. Ich bin hier am Schwimmausstieg und um mal zu sehen, was hier abgeht. Wir sehen hier gerade die Helfer von Wasserwart, bei denen man sich wirklich bedanken muss, weil sie jeden Einzelnen hier aus dem Wasser ziehen und hier im Hintergrund die Fans. Wir sind im Livestream. Sagt mal Hallo, Livestream. Also, liebe Besucher unseres Livestreams, wo auch immer ihr seid, auf welchem Kontinent, kommt mal hierher, schaut euch das mal vor Ort an. Es ist schön, am Bildschirm dabei zu sein, aber es ist definitiv besser, hier zu sein. Na, und hier am Schwimmausstieg, da haben sie es geschafft, die 3,8 Kilometer. Und das werden wir nachher sehen, wie glücklich die Athleten, vor allem die Age-Grupper sind, wenn sie das erste Kapitel schon mal geschafft haben. Für die meisten ist ja das Schwimmen das eher unangenehme Drittel. Und die freuen sich dann richtig, dass sie aus dem Wasser raus dürfen und auch ab aufs Rad. Und dann beginnt der Spaß mit so Lara Berg und allem. Also hier tolle Stimmung jetzt schon, Vorfreude auf die Profis, auf die Age-Grupper. Apropos Profis, da sehen wir ihn wieder vorne, Jan Frodeno, hinter dem Kajakfahrer. Peitscht er quasi durch das Wasser. Schön sieht es nicht aus, wenn man ganz ehrlich ist, aber ich befürchte, es ist richtig schnell und so ein bisschen aufgefächert sind die Schwimmer jetzt im Moment. Das merkt man auch, dass dieser Schatten, von dem wir vorhin gesprochen haben, im Schwimmen irgendwo nicht möglich ist. Und wenn der nicht möglich ist, dann versucht man eben eine eigene Bahn zu finden, dass man so viel ruhiges Wasser wie möglich hat. Für mich wird es jetzt auch gleich noch ein bisschen unruhig. Ich begebe mich nämlich jetzt sofort ins Ziel nach Rot, um später alles über die Radstrecke Ihnen mitteilen zu können. Und ich freue mich, dass Till und Bernd Uwe die nächste Zeit hier beim Schwimmstart noch da bleiben und Ihnen alles Wissenswerte über das Schwimmen noch überbringen werden. Ja, jetzt sehen wir die Bilder hier vorne, ganz spannend. Wir reden vom Wasserschaden. Das muss man sich immer genau anschauen. Ja, Frodeno, der ist da hinter seinem Kajak unterwegs und dann eins hinten dran. Das sind wahrscheinlich der Nick Kastelein und dann mit der blauen Badekappe sehen wir Nils Frommhold. Das heißt, Jan Frodeno gibt hier richtig Gas schon mal beim Schwimmen, setzt sich hier schon mal ab und will natürlich seinen Vorsprung aus dem Wasser mitbringen und dann richtig auf dem Rad Gas geben und dem Jäger
Nils Frommholt, der ist hier mit dem Titel des Jägers, aber natürlich auch des Titelverteidigers unterwegs. Und von dem will er sich gar nicht richtig jagen lassen da draußen, sondern möglichst früh demotivieren und hoffen, dass er da ordentlich Druck machen kann auf dem Rad und vielleicht sich beim Laufen nicht mehr ganz verausgaben muss. Allerdings, wenn er den Weltrekord will, er will den Weltrekord von Andreas Rehler, der hier in Rot aufgestellt worden ist, brechen. Und wenn er das schaffen will, dann wird er hier ans absolute Limit gehen müssen, bis auf die letzten Meter, bis ins Stadion, bis ins Ziel. Wir sehen, wir schauen aufs Wasser, da kommen sie gleich vorne vorbei. Wir können schon das Führungskajak von Jan Frodeno hier vorne im Wasser sehen. Und er hat sich doch gut abgesetzt, schon von den Jungs hinten dran, eine grüne Badekappe mit dabei. Ich tippe mal, dass das Jan Frodenos Trainingspartner möglicherweise ist, der die Kastelan, vielleicht auch Tyler Butterfield und direkt an dessen Füßen dann Nils Frommholt. Das heißt, er verliert einige Meter gerade auf Jan Frodeno. Auf der anderen Seite kann er ein bisschen Energie sparen, indem er da an den Füßen des Vordermanns dran bleibt. Und es ist natürlich von hier im Winkel schwer zu sehen, aber wir sind gespannt, wie groß ist der Abstand tatsächlich. Wenn sie hier vorne kommen, dann geht es noch einmal unter der Brücke durch, um die Wendeburg hier rum, und dann dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, bis sie hier aus dem Wasser gehen. Ben-Uwe, wir haben es vorhin ja angesprochen, die Zeiten sind ein ganz klein bisschen langsamer geworden. Wir haben nicht mehr diese ganz schnelle Schwimmzeit von vor ungefähr 20 Jahren, aber 44 Minuten um den Dreh, das wird es wahrscheinlich werden, und da bleiben uns dann nur noch so knapp übrig, 10 Minuten übrig. Ja, also vielleicht gar nicht so schlecht, dass er gleich hier im Wasser wird, da noch ein bisschen vor, die eine oder andere schon auf dem Rad und in den Laufschuhen. Und jetzt kommt so die Passage, die am zähesten eigentlich ist. Du schwimmst hier am Eintief bei und weißt, ich muss jetzt noch eine ganz schöne Schleife zurücklegen. Nochmal unter der Brücke durch, dann nochmal etwa 200, 300 Meter, dann die Wende und dann zurück hier. Das ist psychologisch, vor allem für die Age-Grouper, ziemlich schwierig, weil man eben denkt, naja, eigentlich bin ich ja schon da. Ich bin bei den Ballons, ich bin auf der Tribüne, ich bin da, wo ich raus muss, aber ich habe eben noch diese paar hundert Meter und da sind die Arme dann doch schon ganz schön schwer. Also das gilt natürlich vor allem für die Age-Grouper, aber genauso natürlich auch für die Profis. Das Schöne hier am Kanal ist natürlich, es ist ein Kanal, wenn wir hören, wie die Stimmung hier immer lauter wird. Wir sehen das Kajak, Jan Frodeno kommt hier vorne jetzt vorbei mit dem rosa Kajak in der Führung. Und das ist schon ein starkes Stück. Wenn wir mal schauen, was schätzt du, das sind doch schon so an die 150 Meter, die er sich hier rausgeschwommen hat.
Ja, Wahnsinn. Und auch die Dynamik, das sieht man. Also bei jedem zweiten Zug schaut er nach vorne, bin ich in der optimalen Linie. Und nach hinten muss er nicht gucken, das weiß er, das spürt er. Er weiß, er wird hier mit großem Vorsprung aus dem Wasser kommen. Und wenn dann beim Wechsel nichts passiert, dann wird er auch mit einem großen Vorsprung auf die 180 Kilometer Radstrecke gehen. Die Leute, die Zuschauer, die wissen auch, hier passiert womöglich gerade Historisches. Und dementsprechend sind sie dabei. Ja, du hast das Atmen angesprochen, die Dynamik. Und es ist schon natürlich, man kann es sehen. Jan Frodeno ist gewohnt, offenes Wasser, wenn er da schwimmt, dann sind das gerne mal alle vier, alle fünf Atemzüge, die er schaut. Jetzt sind es doch eher alle zehn, also der Kanal hilft und das Führungskajak hilft natürlich auch ein bisschen mit der Orientierung. Und da sehen wir jetzt kommen sie hier vorne vorbei, an dem lila Kajak vorbei. Das ist Nils Frommholt an den Füßen von einem unserer grünen Badekappen. Das dürfte wahrscheinlich der Trainingspartner von Jan Frodeno sein, Nick Kastelein. Wenn das die Situation ist, dann möchte ich nicht wissen, was geht in dessen Kopf vor. Der will natürlich hier als Jungprofi sein bestmögliches Rennen abliefern, aber ist ein guter Freund von Jan Frodeno. Auch da, wo der Gedanke auch ein bisschen spielt, Mensch, vielleicht kann ich das Tempo ein ganz klein wenig verschleppen im Wasser. Kann sein, dass der ein bisschen mit der angezogenen Handbremse schwimmt und dann checkt das nicht und denkt sich, naja, Frodo wird schon da irgendwo sein, aber Frodo ist schon 200 Meter weg. Also, aber gut, das Rennen dauert lang, 226 Kilometer, da kann sehr viel passieren. Das weiß auch Nils Frommholt, also der muss jetzt nicht im Sand in den Kopf stecken, den Kopf in den Sand stecken, so rum. Da ist noch alles drin. Da fragen wir doch einfach mal Dirk Bockel, der weiß das, der kennt sich mit sowas aus. Wir haben gerade gemutmaßt, wenn das jetzt der Nick Kastelein vorne mit drin ist, Trainingspartner und Freund von Jan Frodeno. Wie sehr ist da der Athlet in einem drin, der sagt, verdammt nochmal, ich will mein bestmögliches Rennen hier abliefern? Oder der Freund von Jan Frodeno, der sich denkt, vielleicht kann ich ja mit Nils an den Füßen das Tempo ein ganz klein bisschen verschleppen. Ja, also ich habe das sofort gesehen, als ich Nils hinterher schwimmen sehe. Erstmal finde ich toll, dass Nils so gut schwimmt. Hat er in den letzten Jahren eigentlich nicht gezeigt, weil er ist eigentlich ein super, super Schwimmer. Ist sonst aber nicht immer vorne mitgeschwommen. Heute weiß er, worum es geht, deswegen gibt er richtig Gas. Warum Nick vorschwimmt, habe ich mich auch gefragt. Eigentlich macht es keinen Sinn, weil es geht jetzt hier nicht unbedingt um sein persönliches Superresultat beim Nick, sondern rein theoretisch hätte er vielleicht mal anschwimmen sollen, hätte probieren sollen, bei Jan mitzugehen. Offensichtlich ist das Tempo zu hoch. Ich hätte mich jetzt an seiner Stelle, wenn ich jetzt Nick wäre, hätte ich mich hinten reingesetzt und würde ihn jetzt also bisschen die Arbeit machen lassen, weil dadurch kann er natürlich auch ein bisschen Energie mehr verbrauchen. Das heißt, Nils müsste härter schwimmen, um das gleiche Tempo zu halten, wie das jetzt hinterher schwimmt. Also rein theoretisch macht er gerade für den Falschen ein bisschen die Pace, aber es ist trotzdem noch Schwimmen. Es ist eine relativ kurze Zeit, prozentual gesehen, jetzt vom ganzen Triathlon-Event. Insofern ist es okay. Ich hätte es persönlich nicht gemacht. Wie muss Nils Frommholt das Rennen nach dem Schwimmen jetzt angehen? So schnell wie möglich die Lücke schließen oder wirklich vorsichtig sein und genau auf seine Wattwerte achten? Gut, ich sag jetzt mal, wir haben gesehen, es sind hier ungefähr 100 Meter. Jetzt lassen wir mal nochmal 50 Meter dazu machen, dann haben wir 150 Meter Unterschied. Dann reden wir von 1,45 nachher hier in der Wechselzone. Dann sagen wir mal, wenn der Wechsel Frodeno super Feuerpace macht, dann haben wir vielleicht 2 Minuten aus der Wechselzone. Das direkt zuzufahren macht keinen Sinn. Wenn es jetzt nur 45 Sekunden nachher wären, dann würde ich, wenn ich jetzt im Nils sein Coach wäre, würde ich Gas geben, da probieren hinzukommen. Weil zu zweit lässt sich natürlich trotzdem noch ein bisschen besser fahren wie alleine. Es ist halt auch eine brutale Kopfsache. Ich habe damals mein Rennen auch von ganz alleine vorne gemacht und das wird immer schwerer, je länger das Rennen dauert. Also wenn man sich zu zweit ein bisschen die Pacer abwechseln kann, die können schön ihre 20 Meter Abstand fahren, aber du hast wenigstens ein visuelles Ziel, wie dass du nur die Motorräder, also du guckst nur nach vorne und siehst keinen Menschen vor dir. Also für die Motivation für beide und für die Gesamtzeit würde ich mir eigentlich wünschen, dass sie zusammen zumindest mal die erste Runde noch durchdrücken. Das wäre schön und wir wollen es nicht heraufbeschwören, aber Jan Frodenos schwächste Disziplin auf der Langdistanz bis dato war eigentlich der Wechsel. Vielleicht kann Nils da direkt noch ein bisschen was aufholen und damit zurück zu den Bildern und zu Bernd-Uwe. Also der Wechsel als schwächste Disziplin, weiß nicht, ob Jan Frodeno irgendeine Schwäche hat. Das werden wir gleich beobachten in der Wechselzone. Hier sehen wir ein Bild hinter seinem pinken Kajak, der Mann mit der goldenen Bademütze. Es sieht absolut nicht nach Schwäche aus, was er hier in dem Main-Donau-Kanal lebt. Das Schöne am Schwimmen hier in Hilpoltstein an der Lende, das ist ja, dass man sich tatsächlich nicht verschwimmen kann. Es ist vermutlich die einfachste Schwimmstrecke der Triathlon-Welt.
kein See, kein offenes Meer, wo man ständig nach dem Bojen Ausschau halten müsste. Es geht einmal in die eine und dann in die andere Richtung. Rechte Hand ist die Böschung, linke Hand ist die Mittellinie. Also da kann man sich wirklich nicht verschwimmen. Das ist vor allem auch für die Age Grouper eine große Erleichterung und eine große Hilfe. So, Frodo an der letzten Boje. Da muss er außen rum. Und dann geht's zurück zum Schwimmausstieg. Dann braucht er noch ein paar Minuten. Und dann wird er hier mit großem Applaus von, naja, geschätzt 30.000 Menschen Sonntag früh um 7.15 Uhr aus dem Wasser geholt werden. Glasklares Wasser, keine Welle heute Morgen, es ist komplett ohne Wind bisher. Hoffentlich bleibt das auch auf der Radstrecke so. Die Radstrecke hier im Landkreis Roth-Hilpoltstein ist ja durchaus windanfällig. Gerade wenn es dann runtergeht zum südlichen Endpunkt in Greding, da gibt es eine lange Gerade zu absolvieren und da pfeift der Wind oft ganz schön von vornherein. Im Augenblick sieht es so aus, als wäre das nur ein laues Lüftchen. Also kein Grund, um Windschatten zu fahren heute. Überhaupt beim Thema Windschatten muss man sagen, dass sich die Zahl der Sünder im vergangenen Jahr halbiert hat durch den Strafkilometer. Das ist eine Neuerung im Jahr 2015. Wer beim Windschattenfahren erwischt wird, der muss am Anfang der Laufstrecke einen Strafkilometer laufen. Und das will sich natürlich keiner antun. 42,2 Kilometer reichen vollkommen. Da will keiner noch einen Kilometer draufgepackt bekommen. So, die letzten Meter für Jan Frodeno, den Weltmeister, den Europameister, den Olympiasieger, den Sportler des Jahres in Deutschland 2015. Als erster Triathlet wurde er dazu von den Sportjournalisten gewählt. Eine schöne Auszeichnung für ihn, vor allem aber auch einfach für diese wunderbare Sportart Triathlon, die er nach wie vor boomt ohne Ende. Selbst die kleinsten Dorftriathlons sind mittlerweile ausgebucht, ausverkauft. Und das in ganz Deutschland. Und wenn ihr zu Hause diese Bilder seht von Frodo hier im Wasser, das macht Appetit, das macht er Lust, auch mal ins Wasser zu steigen. Kapitel 1 hat er gleich überstanden, Jan Frodeno. Hier sehen Sie es, die letzten 100 Meter für ihn, umringt von den Kajakfahrern. Er ist im Fokus der Kameras, der Fotografen, der Zuschauer. Und die warten gebannt auf den Superstar. Langsam. Am Schwimmausstieg angekommen. Und die Stimmung ist unfassbar hier unten, während wir die Bilder sehen von Jan Frodeno. Die letzten Meter auf dem Weg hier raus. Und dann halten wir natürlich die Uhr hier vorne gleich an. Die Helfer stehen parat, ihn hier gleich aus dem Wasser zu holen. Es ist ja nicht immer das Einfachste, aus der Waagerechten da in die Senkrechte hochzukommen. Und damit warten wir drauf, dass sie sich hier auf die letzten Meter begeben, gleich da sind. Und dann natürlich die Frage, wie weit ist Nils Frommholt hinten dran, der Jäger des Weltrekordjägers? Und das ist euer Applaus für Jan Frodeno mit dem goldenen Bandenkabel.
Und jetzt kommt er hier vorne. Hier ist Jan Frodeno. Er geht in die letzte Kurve. Wir sehen die Bilder. Da ist er. Der Mann, der den Weltrekord versprochen hat. Und jetzt ist er raus. Er steht auf den Füßen. Wir stoppen die Zeit. Jetzt läuft die Zeit für Jan Frodeno, für den Weltrekord und natürlich gegen Nils Frommholt, den Jäger, den Titelverteidiger, der Sieger des letzten Jahres. Und wir haben die Uhr gestoppt, während wir hier Jan Frodeno sehen. Er hat seinen Beutel schon auf dem Weg jetzt in die Wechselzone rein. Und dann heißt es ganz, ganz schnell wechseln für Jan Frodeno. Raus aufs Rad. Und Dirk Bockel hat es gerade eben noch gesagt, es ist eine spannende Geschichte. Es ist ganz, ganz hart, das Rennen von vorne zu führen. Das heißt, für Jan Frodeno könnte es tatsächlich besser sein für seinen Weltrekordversuch. Erstmal Nils Frommholt da noch mit ran zu bekommen, dass die beiden eventuell gemeinsame Sache machen können. Auf dem Weg in Richtung Weltrekord, in Richtung Sieg hier beim Challenge Road 2016. Also Nils Frommholt hier mit der blauen Bademütze, die ihm so halb vom Kopf gerutscht ist, aber das ist überhaupt kein Problem. Also er hat ein bisschen was aufzuholen auf Frodo. Es ist bisher, würde ich mal sagen, der doch erwartete Rennverlauf. Frodo weit vorneweg, Frommholt dahinter, werden wir hier Jan Frodeno auf dem Weg zu seinem Bike sehen. Wechselzone 1, oft geübt, hunderte Male trainiert. Auch der Wechsel, der wird von den Profis natürlich trainiert. Da sollte nichts passieren. Helm muss auf dem Kopf sein. Helmriemen muss verschlossen sein. Dann das Rad rausrollen. Die Radschuhe sind eingeklickt in die Pedale. Über den blauen Streifen muss er drüber. Dann darf er aufsteigen. Rein in die Schuhe, hackt ein bisschen. Und hier ist Nils Frommholt, der Titelverteidiger. Der hat natürlich gesehen, wie weit Frodo schon vor ihm ist. Und Jan Frodeno ist natürlich auf dem Rad auch kein langsames Endline. Also der weiß, dass er hier ordentlich aufs Gas drücken muss, will er da an den Frodo auf der Radstrecke rankommen. Nick Kastelein, das war der Begleiter von Nils Frommholt. Wir haben schon gesagt, er trainiert mit Frodo zusammen. Und das ist natürlich eine interessante Konstellation, dass der Trainingsgefährte von Jan Frodeno zusammen mit seinem ärgsten Konkurrenten hier gemeinsam aus dem Wasser kommt. Bernd Uwe, du hast es gesagt, die Jungs sind raus aus dem Wasser. Jetzt sehen wir hier gerade auf der Gegenseite Nick Kastelein und Nils Frommholt entlangrennen auf der Verfolgung von Jan Frodeno. Und wir sind gespannt, wenn wir gleich die Splitzeiten bekommen, aus der Wechselzone raus. Raus aus dem Wasser war es 1 Minute und 41 Sekunden. Das war ganz gut geschätzt von Dirk Bockel, dass es circa 1,45 sein sollte. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie schnell geht der Wechsel? Nick Kastelein ist schon raus aufs Rad und jetzt auch Nils Frommholt hat sein Rad und begibt sich raus auf die Radstrecke, auf die 180 Kilometer und auf die Jagd von Jan Frodeno. So, und hier kommen mit den grünen Bademützen starke Age-Grouper. Während Nils hier ein bisschen mit seinen Radschuhen hadert. Auch das wird eigentlich trainiert von den Profis mit der weißen Bademütze. Das ist die erste Frau. Das ist ja unglaublich. Daniela Rief ist mit den besten Männern rausgekommen. Mit der gelben Bademütze, das war Tyler Butterfield. Aber unglaublich, Daniela läuft jetzt hier schon an uns vorbei. Das ist ja, das ist die viertbeste Schwimmerin des heutigen Tages. Und auch Hell on Wheels ist da. Die Legende, der erste deutsche Hawaii-Sieger, Thomas Hellriegel. Also der mischt auch vorne mit. Ja, was für ein Schwimm von Daniela Rief hier, der Weltmeisterin. Ihr eigener Trainer sagt ja, die wird hier nicht den Weltrekord angreifen. Das wird auch ganz, ganz schwer. Der gehört Chrissy Wellington. Aber ein grandioses Schwimmen auf jeden Fall schon mal vorne weg. Und damit hat sie gerade, wir haben die Jungs hinten dran gesehen, Per Bittner, Jan Raphael, Thomas Hellriegel gemeinsam. Die sind hier alle quasi als zweite Frau gerade eben aus dem Wasser gestiegen. Haben sich von Daniela Rief, von ihren Füßen durchs Wasser
ziehen lassen. Also das zeigt natürlich schon mal, wie unfassbar stark die Schweizerin hier wieder unterwegs ist. Tim, frag doch mal, da du neben Dirk Bockel stehst, frag doch mal den Profi, wie das so ist, wenn man aus dem Wasser kommt als Profimann. Und dann läuft da eine Frau an einem vorbei, schon in der Wechselzone. Das ist ja, also gerade für Leute wie Tyler Butterfield, Cyril Viennot, Jan Raphael, das ist ja schon ein bisschen blamabel, oder? Wenn da die beste Frau besser schwimmt. Ja, fragen wir den Dirk doch mal ganz einfach. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, wie sich das anfühlt, ob er jemals vielleicht von Chrissy Wellington geschlagen wurde. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn so Jan Raphael, Thomas Hellriegel, Per Bittner, Cyril Viennot, die kamen gemeinsam aus dem Wasser, quasi als zweite Frau, die haben sich von Daniela Rief durchs Wasser ziehen lassen. Ist das hart fürs Ego? Ja, absolut. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass er so schnell schwimmt. Es war fantastisch. Eins muss ich vorstellen, ich bin noch nie gechickt worden von Chrissy Wellington, aber das ist absolute Nebensache hier. Was wir heute sehen, das ist gigantisch. Ich finde, der Thomas ist auch wirklich gut geschwommen. Ich weiß seine genaue Zeit noch nicht, aber er ist super mitgeschwommen. Also richtig in der Gruppe mit den ganzen Profis. Und jetzt schauen wir mal, Daniela von vorne weg ist natürlich auch auf sich alleine gestellt. Warten wir mal, bis die nächsten Frauen kommen. Die hat eine riesen Lücke. Also wir haben, wie vorausgesagt, also zwei Rennen, die wo wirklich richtig auf die Zeit gehen. Frodo schießt alleine vorne weg. Daniela muss ihr eigenes Ding machen. Der kleine Vorteil, was Daniela hat, ist natürlich, dass sie noch ein paar von den Profis drumherum hat. Und die fährt selber wie auf dem Motorrad. Das heißt, die wird sich von den Männern wahrscheinlich noch mitziehen lassen ein bisschen. Das wäre natürlich fantastisch. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich die ersten Kilometer auf dem Rad entwickeln. Ja, du sagst, es sind unglaublich, was sie da im Wasser abgeliefert hat. Wir schauen auf die Uhr, Bernd-Uwe, mittlerweile 2,5 Minuten und wir warten noch immer darauf, dass die nächste Dame bei uns hier vorne vorbeikommt. Wir warten erstmal drauf, dass hier noch ein paar Männer vorbeikommen. Ein paar Männerprofis sind noch im Wasser. Wir sehen hier mit der orangen Mütze, das müsste der Cyril Viennot, der Franzose, sein, mit der blauen Mütze, hellblauen Mütze dahinter. Das müsste schon Anja Beranek sein, ist ein bisschen schwierig zu erkennen hier. Also mit der orangen Bademütze, Cyril Viennot mit Pink. Das ist eine Frau, das ist Carrie Lester, wenn ich mich nicht täusche. Carrie Lester, die Australierin. Und Anja Beranek, und die sehen wir hier vorne. Jawohl. Jetzt kommen sie vorbei. Carrie Lester, Anja Beranek, 3:33 Rückstand haben sie hier schon mal aus dem Wasser raus. Und dahinter, jetzt kommt mit der pinken Bademütze Joe Skipper, also einer der Top-Männer im Feld, der hier von drei Mädels abgezogen wird. Also unglaubliche Leistungsdichte, gerade im Feld der Profifrauen. Aller Ehren wert. Ja, was mich ein bisschen überrascht, ist die ehemals sehr, sehr starke Schwimmerin Michelle Westerby. Das haben wir schon gesehen. Eigentlich etwas auch, was wir von Anja Beranek kennen, dass mit dem Training auf dem Rad und dem Laufen das Schwimmen eigentlich ein bisschen schwächer wird. Aber dass die Anja Beranek sich hier so weit von Michelle Westerby hat absetzen können. Jetzt hat sie auch in der Wechselzone wohl Carrie Lester überholt. Kommt hier vorne jetzt als zweite Frau zu ihrem Rad, schaut unglaublich fokussiert aus. Ach nein, da ist sie hinten dran direkt. Michelle Westerby, die sind also gemeinsam unterwegs gewesen. Die haben wir hier nur kurz übersehen. Die vierte der Ironman-Weltmeisterschaft des letzten Jahres ist jetzt auf der Jagd der Weltmeisterin, die allerdings 3 Minuten 31 aus der Wechselzone raus fast Vorsprung hat. Anja Beranek hat etwas schneller gewechselt, Michelle Westerby ebenfalls. Sie geht das unglaublich, die Bilder da vorne, die beiden gehen gemeinsam aus der Wechselzone raus, haben 15 Sekunden in der Wechselzone rausholen können, gehen also mit knapp 3 Minuten und 18 Sekunden Rückstand raus auf die Radstrecke. Ich habe gestern noch mit Anja Beranek sprechen können, der Lokalmatadorin hier aus Erlangen in der Nähe von Nürnberg. Und sie wirkte sehr überzeugt, war ja vergangenes Jahr Dritte, vor 2 Jahren Pech gehabt mit dem Unfall. Und die hat sich ganz viel vorgenommen. Die war ein bisschen schockiert auch von der Tatsache, dass Daniela Rief nachgemeldet hat. Sie hat gedacht, naja, das wird so ein Zweikampf mit Yvonne van Vlerken, vielleicht mit Carrie Lester, der Vorjahreszweiten. Dann natürlich mit der Nachmeldung von Daniela Rief war klar, es wird vermutlich ein Rennen um Platz 2 und 3 werden. Aber wir sagen es immer wieder, 226 Kilometer, da kann sehr viel passieren.
Daniela Rief, heute immerhin ist sie nicht erfroren im Wasser. Das war ja in Frankfurt vor zwei Wochen noch ihr großes Problem, dass sie überhaupt nicht mehr warm geworden ist. Die Wassertemperaturen, meine ich, sind heute nicht viel höher, als sie vor zwei Wochen waren. Also vielleicht hat sie sich auch ein bisschen anders vorbereitet, ein bisschen anders ernährt, womöglich besser aufgewärmt. Also heute kam sie jedenfalls mit viel besserem Gefühl aus dem Wasser raus. Ja, wir sind gespannt. Ihr Coach hat gesagt, er glaubt nicht, dass sie hier in Topform ist. Sie hat lange, lange von der Unterkühlung gezerrt. Wer jetzt Jen Fletcher hier zusammen mit Yvonne van Vlerken aus dem Wasser kommt. Yvonne van Vlerken, die will hier den Sieg, aber hat dann doch noch mal ordentlich Rückstand auf die anderen Mädels hier. Wenn wir drauf schauen, 6,5 Minuten Rückstand auf Daniela Rief und gute 3 Minuten auf Anja Beranek und auf Michelle Westerby und direkt an ihren Füßen gerade raus Jen Fletcher. Yvonne van Vlerken, dreimalige Siegerin hier beim DATEV Challenge in Rot. Und mit einem Sieg heute würde sie einen neuen Rekord aufstellen. Noch nie hat eine Frau hier 4-mal gewonnen, aber sie wäre dann die erfolgreichste Athletin der Geschichte des Triathlons in Rot. Und das war eine ganz lustige Szene auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Da wurde sie gefragt, Yvonne, wie war das, als du gehört hast, am Montag, ein paar Tage vor dem Wettkampf, dass Daniela Rief nachgemeldet hat, dass sie hier mit am Start ist? Und dann hat Yvonne van Vlerken geantwortet, soll ich höflich sein oder soll ich ehrlich sein? Ich war schockt. Es hat einen kompletten Rennplan auf den Kopf gestellt. Ich war mir sicher, ich kann hier mit Anja um Platz einstreiten. Hatte mir eine Renntaktik gegen Anja überlegt. Das kann ich jetzt natürlich ins Müsli rühren. Jetzt geht es nicht gegen Anja alleine, jetzt geht es vor allem gegen Daniela. Und was das heißt, das wissen alle. Das ist ein bisschen gegen eine Maschine zu starten. Yvonne van Vlerken ist andererseits glücklich. Andererseits starten die Mädels und die Jungs hier in Rot. Genau deshalb, weil es in der Welt da sind. Es ist das beste Starterfeld auf dem europäischen Kontinent. Nach dem WM-Rennen in Hawaii sind hier die besten Athleten der Welt am Start. Ja, und Yvonne muss ja auch nicht immer glücklich sein. Es ist ja auch in den Niederlanden zu dieser Jahreszeit nicht Weihnachten. Es muss hart gearbeitet werden hier für den Sieg. Und auch die 3 Minuten, wenn wir jetzt mal Daniela Rief rausrechnen, die sie hier Rückstand auf Michelle Westerby hat und auf Anja Beranek, die muss sie erstmal aufholen, weil die beiden Mädels sind in absoluter Topform. Das haben die schon mehrfach bewiesen in diesem Jahr. Während jetzt die nächste Dame, Erika Schumacher, bei uns vorbeikommt hier vorne, nochmal 2 Minuten kassiert im Wasser. Also das wird ein ganz, ganz heißer Tanz da draußen bei den Damen. Erika Schumacher, da muss man auch ein paar Worte dazu verlieren. Die Grand Dame, kann man sagen, der Langdistanzszene seit, ich glaube, über 20 Jahren ist sie in der Weltspitze dabei. Und sie verabschiedet sich aus der Profiszene. Mit welchem Rennen macht man das? Mit dem DATEV Challenge natürlich. Also heute ihr letzter Auftritt als Profi-Triathletin Erika Csomor aus Ungarn. Während wir hier die nächsten Age-Grouper sehen. Bisschen stachsige Beine haben sie nach 3,8 Kilometern im Main-Donau-Kanal. Aber das gibt sich dann relativ schnell. Ein paar Kilometer dauert das auf dem Bike. Und auch diese Übergänge werden ja von allen, die am Start sind, monatelang, jahrelang trainiert. Trainer empfehlen immer wieder, zwischen dem ersten Triathlon, den man macht, also vielleicht ein Schnuppertriathlon irgendwo um die Ecke, und einer Langdistanz sollten mindestens 3, besser 5 Jahre vergehen, damit sich der Körper dran gewöhnt, damit sich der Kopf dran gewöhnt, um die Abläufe, die ja doch komplex sind in dieser Sportart, um die einzustudieren, um Routine zu gewinnen, denn die sollte man haben, ehe man bei so einem großen Rennen mit 5000 Athleten wie dem DATEV Challenge an den Start gehen kann. Also falls ihr zu Hause jetzt geflasht seid von diesen Bildern, und alles andere würde mich sehr überraschen, dann nehmt euch ein bisschen Zeit. Wobei man sagen muss, wenn man in Rot an den Start gehen will, muss man in der Regel auch ein bisschen Geduld haben. Denn beim ersten Mal anmelden klappt es nur mit sehr, sehr viel Glück. Das Rennen ist ja jedes Jahr nach
halben Minute ausverkauft. Ein, zwei Wochen nach dem Rennen wird meistens die Registrierung online geöffnet. Und dann dauert es, wie gesagt, 30, 40 Sekunden, dann ist das Rennen zu. Insofern könnt ihr euch vielleicht schon mal vornehmen, im Jahr 2022 an den Start zu gehen. Bis dahin könnt ihr euch dann vorbereiten. Oder aber eine gute Gelegenheit, wenn ihr sagt, nee, ich will es nicht auf den Zufall ankommen lassen, ich möchte unbedingt nächstes Jahr dabei sein, dann müsstet ihr morgen hierher kommen nach Roth. Da kann man sich definitiv ein Ticket abholen. Schnelle Frauen, schnelle Männer kommen aus dem Kanal. Grüne Kappen, das sind die Age-Grouper. Und während vor zwei Wochen in Frankfurt die meisten noch in langärmliche Trikots geschlüpft sind, mit Ärmlingen, mit warmen Sachen für die Knie, für die Handgelenke, sind hier alle kurz unterwegs. Temperaturen um die 18 Grad im Augenblick angekündigt sind. 23, 24 Grad für heute Nachmittag. Perfekte Bedingungen für alle Beteiligten. Ob sie jetzt Weltrekord laufen wollen oder ob sie einfach nur finishen wollen. Gerade ein Bild gesehen mit dem Kampfrichter, der einem Teilnehmer sagt, Riemen zu machen von Helmen. Das müssen sie eigentlich, bevor sie ihr Rad führen. Aber ganz so eng sehen es die Kampfrichter hier natürlich auch nicht. Solange kein anderer benachteiligt wird, ist das hier alles sehr, sehr freundschaftlich. Wenn wir die unterschiedlichen Helme sehen, auch das ganz interessant. Viele bauen auf den Zeitfahrhelm, so wie dieser Kollege hier, Startnummer 159. Zeitfahrhelm bringt durchaus ein paar Prozent, wenn man mit mindestens 35 km/h unterwegs ist. Das haben Tests in Windkanalen ergeben. Also hier sehen wir ab und zu mal, wie gerade der Kollege, der sich die Ärmel ansieht. Wo ist mein Rad? Wo ist meine Startnummer? Man schaut sich das ja vor dem Rennen an, die Laufwege. Wo komme ich aus dem Wasser raus? Wo ist mein Wechselbeutel? Wo ist das Wechselzelt, in dem ich mich umkleide? Und wo ist mein Radständer? Und hier das Mädel mit der Startnummer 71, Signora Durjakova. Ja, auch sie scheint gerade ein bisschen irre gelaufen zu sein. Es ist verständlich, man ist wackelig auf den Beinen, man war eine gute Stunde in der Horizontalen. Und dann die Aufregung, der Enthusiasmus, das Adrenalin, das Laktat, das man schon im Körper hat. Die Zuschauer, die einem zubrüllen, man guckt, wo ist der Liebe, wo ist der Trainer, wo ist die Familie, wo sind die Freunde. Also viel zu beachten. Hier sitzt so mal so eine Familie, Hopp, Papi, also das dürften Schweizer sein, der Thomas und seine Kleinen und seine Liebe. Die drücken die Daumen und sind vielleicht schon mal über unseren Livestream dabei, per Smartphone, oder tracken den Athleten, auch das ist möglich, also auch hier zu Hause, wenn ihr hier jemanden im Feld habt, den ihr verfolgen wollt,
auf der challenge-rot.de Website. Da könnt ihr jeden Athleten verfolgen. Immer wenn er über die Zeitmatte kommt beim Schwimmen, beim Ausstieg, dann auf der Radstrecke alle 25, 30 Kilometer, dann auf der Laufstrecke. Hier nochmal Bilder vom Start einer Age Group. Also da ist schon ganz schön viel Strömung im Kanal. Apropos Strömung, die Wassertemperaturen sind ja auch immer ein großes Thema für die Triathleten. Hier nicht in Rot, denn der Kanal, der ist... Andere haben nur die Socken an, andere laufen in den Schuhen bereits, was natürlich nicht sonderlich bequem ist. Die meisten Profis machen das barfuß, schlüpfen dann auf dem Bike in ihre Radschuhe, was durchaus ab und zu mal ein bisschen ungelenk aussieht, auch bei den Profis. Und man sieht durchaus ab und zu mal Stürze, dass jemand in reinkommt und aus dem Gleichgewicht gerät. Das sind die Triathlon-Fans, ist ja immer so ein bisschen Fasching, ein bisschen Zirkus, ein bisschen Karneval bei den großen Rennen. Und es sind immer noch Tausende von Menschen am Ufer, auf den Brücken über den Main-Donau-Kanal. Wer jemals hier geschwommen ist, der wird diese Atmosphäre auch nie vergessen, vor allem unter den beiden Brücken, wenn man da durchschwimmt und zum Luftholen mal kurz nach oben guckt. Da hängen die Menschen und schleudern einem die Hände entgegen und brüllen einen an, also wirklich faszinierend. Das gibt es definitiv nur hier. Und das Schöne ist, dass diese Zuschauer hier nicht nur für die Profis da sind. Die sind jetzt schon lange auf dem Rad, sondern die bleiben bis zum letzten Schwimmer. Und das sind zum Teil, Damen und Herren, die sind hier 2 Stunden im Wasser. Und die brauchen natürlich die gleiche Unterstützung wie die schnellsten Schwimmer. This is your moment. Das ist der Moment, den die Athleten ihr Leben lang nicht vergessen. Das sagen immer wieder die Sportler. Wer einmal hier im Feld war, der vergisst das nie und der hat lange Zeit, was zu erzählen in seinem Freundeskreis und bei seinen Kollegen. So, der Kollege hat ein bisschen Probleme, sich in seinen etwas nationalistisch angehauchten amerikanischen Rennanzug zu klemmen. Hier sehen wir jetzt ein Schild, 3100 Meter. Das ist auch eine Neuerung beim DATEV Challenge. Das ist eine Anregung der Athleten gewesen. Die haben gesagt, wir wissen oft nicht, wo wir sind, wie weit ist es noch im Kanal. Deswegen gibt es auf den letzten Kilometer alle 200 Meter ein Schild. Da kann man mal schnell rausschauen und gucken. Aha, hier sind es also noch 700 Meter. Das ist eine große Hilfe, gerade beim Ende des Schwimmens. Da wird es schon richtig zäh.
wenn man hier am Schwimmausstieg vorbeischwimmt und aber weiß, ich muss noch eine Schleife schwimmen, noch eine Wende machen. Da hilft schon, wenn man so einen kleinen Countdown hat. Mit der 386 Parker Spencer ist das aus Richmond. Schwer zu erkennen, dass das in den USA liegt. Der Mann liebt sein Land. Und dafür sind sie ja bekannt, die Amerikaner. Und das ist auch gut so. Ach, und diese dramatische Musik, die hier vom Veranstalterteam gespielt wird. Die macht das Ganze noch viel, viel spektakulärer. Hirnathlet mit Problemen. Durchaus eine gute Idee, mal kurz innezuhalten. Das ist ja auch der Vorteil hier der Schwimmstrecke an der Hilpolsteiner Lände. Wenn es einem mal schwindelig wird, hier ein Athlet mit Wadenkrampf. Kurz mal raus, einen Meter nach rechts, da kann man schon stehen. Helfer sind da, dehnen den Wadenkrampf aus den Füßen. Also das ist auch nur hier möglich. Das ist bei einem Langdistanzrennen irgendwo im Mittelmeer oder im Atlantik natürlich nicht möglich. Schaut so aus, als hätte er Krämpfe in beiden Füßen. Dirk ist bei mir, Dirk Bockel. Wir sehen hier gerade einen Athleten mit massiven Wadenkrämpfen oder in den Füßen. Ist dir sowas schon mal passiert? Nein, so schlimm hatte ich es noch nicht. Bei ihm sieht es wirklich aus, als hätte er es wirklich böse erwischt, und zwar auf beiden Beinen. Sieht nach unteren Wadenkrämpfen aus, aber wahrscheinlich auch Plantarsehne. Es ist oft, wenn man sich im Schwimmen nicht richtig warm gemacht hat und vielleicht hat er auch im Vorfeld wirklich nicht genug Salz zu sich genommen. Das Problem ist, weil in der Schwimmposition werden die Füße natürlich komplett ausgestreckt. Das ist das Resultat, dass es oft auch in der Plantarsehne krampfen kann. Nur er steht schon eine ganze Weile da. Ich hoffe, er kriegt es hin. Ja, ich denke mal, das kann man aber im Vorfeld mit ordentlicher Ernährung, bisschen Magnesium, allgemein Elektrolytkomplex, besteht ja aus 5 verschiedenen Salzen. Viele denken, es ist nur ein Salz. Und da sollte man immer dran denken, immer den Komplex zu nehmen, statt nur eine einzige, dieses Chlorid, was ja nur das reine Salz ist, das bei uns auf dem Küchentisch steht. Aber ich denke, er kriegt es jetzt wieder hin, er schwimmt weiter. Und ja gut, es passiert halt auch im Schwimmen was. Es kann beim Radfahren was passieren, es kann beim Laufen was passieren. Im Schwimmen ist es normalerweise relativ selten, weil man da eigentlich noch relativ frisch ist. Aber gut, er ist jetzt am Weiterschwimmen. Ich denke, das Problem ist geregelt und weiter geht's bei ihm. So, ich kann mal kurz durchschnaufen, weil gerade meine Liebste hier aus dem Wasser ist. In einer guten Zeit, eine Stunde 14 ungefähr. Gut. Dirk, beim Schwimmen könnte man ja eigentlich meinen, kommt es vor allem auf den Oberkörper an, auf die Arme. Gerade mit Neoprenanzug kann man die Beine ja eigentlich pendeln lassen. Aber gerade ihr Profis, ihr macht ja auch viel Beintraining. Wie wichtig ist der Beinschlag beim Kraulen im Triathlon? Gut, Beinschlag ist natürlich, wenn wir jetzt hier reden, im Sinne von Neopren, sind eigentlich die Beine nur als Stabilisation da. Man darf das nie vergleichen mit einem Sprinter beim Schwimmen, der also einen ganz konstanten Beinschlag links, rechts hat. Sondern man sieht auch bei den Langstreckenschwimmern, der sogenannte sechster Beinschlag, der wird eigentlich nur beim Atmen benutzt, um einfach die Körperposition im Wasser stabil zu halten. Und es dient nur zur kompletten Stabilisation der Schwimmposition. Wie gesagt, nie dran denken beim Sprinten. Das heißt, wenn wir losschwimmen an der Startlinie, da wird natürlich mit beiden Beinen Vollgas gestrampelt, dass man erstmal richtig loskommt. Sobald man aber seine normale Schwimmposition eingenommen hat und seine Cruising, sag ich mal, Cruising-Geschwindigkeit hat, dann sind die Beine nur noch zur Stabilisation da. Man sollte ja auch ein bisschen Kraft sparen, die werden dann noch ein bisschen benötigt zum Radfahren und zum Laufen. Man merkt es oft, wenn man aus dem Schwimmen rausrennt, dass die Beine noch ein bisschen Pudding-Gefühl in sich haben. Das ist einfach deswegen, weil das ganze Blut ist natürlich im Oberkörper, hauptsächlich im Rückenbereich, im Latissimus, in den Armen. Und unten ist nicht so viel. Das heißt, es kennt jeder, wo aus der Wechselzone rausrennt, der kriegt da gleich mal dieses heiße Gefühl in den Beinen. Das ist einfach, da wird das Blut natürlich brutal in die Beine runtergepumpt, obwohl es noch alles oben fest ist. Und das spürt man natürlich ein bisschen. Den Wechsel vom Radfahren zum Laufen, den trainieren ja nicht nur die Profis, auch die Age-Grouper immer wieder. Den Wechsel vom Schwimmen zum Radeln macht man eigentlich selten, oder? Im Profibereich trainiert man auch diesen Wechsel?
es müssen beide Wechsel richtig trainiert werden. Ich meine, klar, das Wichtigste ist natürlich vom Rad aufs Laufen, weil läuft man wirklich los wie auf Eiern, wenn man das nicht richtig geübt hat. Und deswegen macht man das sehr, sehr oft im Training. Es ist hauptsächlich bei den Kurzdistanzathleten, die natürlich absolut Vollgas direkt losfahren müssen. Bei denen ist es natürlich wichtig, dass sie öfters diese Wechseleinheit machen. Da wird oft eine Rolle an den Pool hingestellt, da werden 400 Meter richtig bös geschwommen und dann so 5 Minuten im absolut obersten GR2-Bereich Rad gefahren. Beim Langdistanz muss es nicht sein, aber ich sage immer, auch die Kleinigkeiten wie jetzt bei einem Weltrekordversuch sollte man nie unterschätzen und ist auch enorm wichtig, dass man das auch probiert. Aber wir machen auch viele Rennen. Das heißt, bei den Profis ist es noch mal ein bisschen was anderes wie bei den Amateuren. Wir haben so viel Übung durch so viele Rennen über so viele Jahre hinweg. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man da Probleme hat, soll es geübt werden. Es ist kein Eck, dass man irgendwo am See sich eine Rolle hinstellt, wenn es mit dem Verkehr vielleicht nicht klappt, wenn man keine ruhige Möglichkeit hat, Schwimmen und Radfahren zu machen, stellt man sich eine Rolle an den Pool hin, an den See, kann man das ganz gemütlich trainieren und da fühlt man sich viel wohler. Wenn man sich wohler fühlt, heißt es natürlich auch, es sind viel bessere Zeiten danach. Ne? Das sind die wirklich wertvollen Tipps vom Profi Dirk Bockel. Dankeschön. Und wir sehen hier weitere Age-Grouper, wie sie doch ein bisschen wackelig aus dem Wasser steigen. Die Wasserwachtkollegen, die helfen ihnen. Bei denen kann man sich auch nicht oft genug bedanken. Stehen hier stundenlang bei etwa 22 Grad im Wasser und ziehen jeden einzelnen Athleten aus dem Kanal. Und wenn ihr euch mal so ein bisschen den Schwimmrhythmus der letzten Züge anschaut, da seht ihr schon, was das für eine Belastung ist für die Age Grouper. 3,8 Kilometer, auch wenn man das natürlich oft trainiert hat. Aber hier schwimmt man natürlich ein ganz anderes Tempo als im Training. Wettkampftempo. Und will natürlich da möglichst seine Bestzeit knacken. Gibt alles. Und da fehlen dann bei vielen hinten raus dann durchaus die Körner. Da werden die Arme verdammt schwer. Das hat dann oft nichts mehr mit der Schwimmtechnik zu tun, die man im Pool trainiert. Viele, viele Schwimmkilometer im Winter im Hallenbad sind nötig, um sich fit zu machen für diese 3,8 Kilometer. Und auch schön zu sehen, ganz in der Früh, als die Profis im Wasser waren, da war das Wasser tatsächlich spiegelglatt. Beste Verhältnisse für Jan Frodeno, der keinen vor sich hatte. Jetzt hingegen ist es doch wellig, natürlich durch die vielen Schwimmer im Wasser, aber es kommt auch so ein bisschen eine Brise auf, dadurch natürlich das Wasser jetzt aufgewühlter als vorhin. Mit den roten Kappen, das sind jetzt schon schnelle Age-Grouperinnen. Später im Verlauf des Tages werden wir hier auch noch genügend Athleten sehen, die sich mit einer Brustschwimmtechnik durchkämpfen. Auch das ist erlaubt. Ist ein bisschen beschwerlicher natürlich. Brustschwimmen ist kraftraubender als Kraulschwimmen, sagen die Experten. Aber viele kriegen das mit der Atmung nicht gebacken. Und die ist definitiv beim Brustschwimmen einfacher. Theoretisch könnte man hier auch Delfin schwimmen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Oft sieht man auch mal Schwimmer, die sich auf den Rücken drehen, ein paar Meter Rücken schwimmen, um zur Luft zu kommen. Da sehen wir Faris al-Sultan rechts im Bild. Legende. Hawaii-Sieger, Weltmeister aus München,
Schön, den Fares hier zu sehen. Er wird heute in einer Staffel radeln, auf dem Tandem sitzen, zusammen mit einem Blindenathleten. Tolle Geschichte. Fares ist immer für sowas zu haben. Ziemlich cooler Zeitgenosse, Fares al-Sultan. Ich finde es schade, dass er nicht mehr im Profifeld dabei ist. Hat immer wieder mal einen Spruch rausgehauen und für Lacher gesorgt, hat die Blatt vom Mund genommen. Hat sich dadurch nicht nur Freunde gemacht, aber das gehört, finde ich, zu einer Sportpersönlichkeit dazu. Fares ist aber jetzt kein Couch-Potato geworden. Er ist weiterhin aktiv und macht dieses Jahr als Saison-Highlight ein ziemlich krasses Event in Schweden. Ötilö heißt das. Da müssen die Athleten von Insel zu Insel schwimmen. Auf den Schären vor Stockholm. Ich glaube, es sind 27 Inseln. Da schwimmen sie von Insel zu Insel und dann müssen sie über die Inseln laufen. Summiert sich auf 55 Kilometer laufen und 10 Kilometer schwimmen. Hier sehen wir einen Handicap-Radler in seinem Liegebike. Faszinierend. Ich habe mich mal mit einem unterhalten. Er hat gemeint, das ist aus der Perspektive fast noch spannender zu sehen, das Rennen, weil er doch ein bisschen tiefer gelegt ist. Großartig, wenn sich die Handicap-Athleten von ihren Handicap nicht runterkriegen lassen, sondern ganz im Gegenteil, oft mit viel Enthusiasmus ihren Sport betreiben. Martin Smith hat es gesagt, Marco Schneider, Christian Klasse, Scotty Cunningham von New Zealand und Matthew Winter von New Zealand. Daniel Lillard, Vicente Ibrazava von Spain. Daumen hoch, ja, von rein. Mit einem Lächeln aufs Bike, ein Herr aus Paris war das. Und hier mischen sie sich schon gut, die Age-Groups. Hier sehen wir jetzt mal eine Brustschwimmerin, zumindest ein paar Meter. Ein bisschen die Landschaft genießen, ein bisschen das Publikum genießen, sich neu orientieren, wo geht's hin. Aber wie gesagt, hier kann man sich eigentlich nicht verschwimmen. Sollte mal jemand ein paar Meter links abkommen, sind die Kajakfahrer da und bringen einen zurück in die beste Linie. Aber ihr seht das hier, rechts ist sofort die Böschung und da kann man eigentlich nicht daneben schwimmen. Das ist ja oft das Problem bei den Open Water Swims im Meer oder in großen Seen, dass man durchaus mal statt 3,8 Kilometer 4,2 schwimmt, weil man sich ein bisschen verschwommen hat, die falsche Boje angesteuert hat, eventuell die falsche Gruppe verfolgt hat. Reicht ja, wenn der Vorderste einen Umweg macht, dann schwimmt der Rest der Gruppe hinterher. Durchaus auch schon Profis passiert, wenn ich mich recht erinnere, vergangenes Jahr auf Hawaii, als einer der Top-Profis zu weit nach links geschwommen ist und fünf oder sechs hinterher sind, die dann nicht ganz so erfreut waren am Ende, dass sie das mitbekommen haben. Also das gibt es hier definitiv nicht. Ihr hört das weit im Hintergrund, die Stadionsprecher kündigen jeden einzelnen Athleten an, der hier aus dem Wasser steigt, in allen Sprachen. Und das ist ja auch nötig, denn es sind Athleten aus 72 Nationen hier. So exotischen Ländern wie Vietnam, den Philippinen, den Bermuda Islands, aus Botswana. Ganz erstaunlich, die viertgrößte Gruppe ist die aus Israel. Und jeder der israelischen Athleten wird im Übrigen vom Generalkonsul Israels im Ziel per Handschlag begrüßt. Felix Weichshöfer, der
Challenge-Organisator, ist ein großer Israel-Freund, hat dort viele Bekannte, deswegen ist er oft dort und lockt israelische Athleten zu mir, zu uns. Und ich habe jetzt zu mir gelockt einen Herrn, der durchaus auch ein gewisses Talent in dieser Sportart vorzuweisen hat. Hat schon mal ein paar Mal einen Volkstriathlon gewonnen, unter anderem den auf Hawaii. Hier ist Faris Al-Sultan. Guten Morgen, Faris. Guten Morgen. Willkommen, du bist im Livestream. Falls du dich gewundert hast, die Welt hört gerade zu. Faris, schön, dich hier zu sehen. Ich persönlich habe es vorhin gesagt, als ich dich hier mal rumlaufen habe sehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich dich nicht hier vorne auf dem Rad neben Jan Frodeno sehe, sondern nur in Anführungszeichen in der Staffel. Du warst ja oft genug auch hier. Ich glaube, 3 zweite Plätze geschafft. Der Sieg war dir nie vergönnt. Wenn du jetzt so die Profis hier siehst, mit diesem Topfeld, mit Frommholt, mit Frodeno und so weiter, juckt es dann ein bisschen in den Zähnen? Nein, es juckt gar nicht. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Und freue mich jetzt auch, dass ich immer noch dran bin am Sport, aber nicht mehr drin bin. Heute hast du eine ganz tolle Aktion vor. Du wirst biken in einer Staffel mit einem blinden Athleten zusammen. Erklär noch mal kurz, wie das zustande kam.